Herzlich willkommen bei We Are So Additive, der heutigen Talkrunde rund um das Thema 3D-Druck in der Architektur, in der Baubranche. Wir als Creative Region davon überzeugt, dass Kreativität künftig die Lösungskompetenz Nummer 1 in Wirtschaft und Gesellschaft sein wird. Gemeinsam mit den Kolleginnen von der Business Upper Austria, speziell in dem Möbel- und Holzbaucluster, widmen wir uns heute in der 15. Edition von We Are So der Verknüpfung von neuen Technologien wie 3D-Druck, Robotik oder Artificial Intelligence mit kreativwirtschaftlichen Ansätzen aus der Architektur. Mein Name ist Gisa Schossel. Bei dem Projekt Coco for CCI geht es darum, dass wir zum Ziel haben, sektorübergreifend zusammenzuarbeiten. Beschäftigen wir uns mit nachhaltiger, zukunftsorientierter Architektur. Und dazu möchten wir einfach die klassische Baubranche, die eher Rechtsdenker sind, und auch die Kreativwirtschaft, die eher Linksdenker sind, in einem Kooperationsprogramm miteinander verknüpfen. Wir werden Workshops machen, Seminare, gekoppelt einfach auch mit Prozessbegleitung. Es geht um eine Reduktion des Gewichtes und in dem Fall um einen Sanddruck mit Beton. Wird sehr stark daran gearbeitet, zu Methoden in der Architektur zu kommen, die ressourcenschonend sind. Und was wir da sehen, ist die Reduktion um etwas auf etwa 60% an Masse, Gewicht. Der erste, der auf Voxeljet zugegangen ist und diesen Sanddruck 1:1 für die Kreation von hochkomplexen Kunstwerken, Bühnenbilder und so weiter verwendet hat. In der Architektur geht es darum, diesen Sanddruck als Negativform zu verwenden. Eine Schalung sollte mehrfach verwendet werden können und bildet dann eben als Betonteil das Ganze ab. Und man sieht hier eigentlich schon ganz gut an dem Hohlraum die Einsparungen an Material, die da geleistet werden. Das war der erste Schritt so ein bisschen in Richtung, ist das Ganze für die Bauindustrie vielleicht auch mal interessant und für den Gebäudemaßstab, und wir haben dort einen temporären Pavillon hinbauen dürfen. Aus 47 Teilen haben wir das geschafft in ganz kurzer Zeit. Die Teile sind mehr oder weniger hohl, es gibt einen Infill, das heißt, es ist genau dort verstärkt, wo es notwendig ist, also die Statik spielt da auch eine Rolle. Auch ein bisschen zu sehen, trotzdem Beton schwer, Durchschnitt zwischen 300 und 600 Kilo. Also Thema Nachhaltigkeit spielt da eine große Rolle. Wo sind denn da die Punkte, wo man in Richtung Nachhaltigkeit dann gehen kann? Also an welchen Schrauben kann man denn da drehen? Wir versuchen das eher mal von der Seite aus zu sehen, dass wir Bauteile drucken wollen. Die Kosten sind ein Thema, und wenn es um Kosten geht, geht es um Materialersparnis oft. Es geht um Produktivität und Effizienz, und dann ist es oft dann schon automatisch nachhaltig. Beim Pavillon in Innsbruck war es so, es gibt hinten eine schöne Zahl, wenn wir das geschalt und gegossen hätten, hätte das Objekt über 50 Tonnen gehabt, 3D gedruckt war es dann bei 12 Tonnen. Im Bereich Metall 3D-Druck haben wir uns das Ziel gesetzt, Docker-Serienkomponenten im 3D-Druckverfahren wirtschaftlich herzustellen. Wir sehen da unser Docker Exact System, und es war wie meistens ein Zufall, dass wir genau bei diesem Digitalisierungs- oder Produkt dann auch auf den 3D-Druck zurückgreifen mussten. Unsere Entwickler waren dann relativ verzweifelt und haben gesagt, ja, die einzige Chance, die wir haben, wir können die Teile nur geometrisch ändern und dann können wir es nur mehr 3D gedruckt herstellen, drei Varianten parallel konstruieren, lassen diese drei Teile bei uns drucken, vergleichen die und gehen mit dem besten Ergebnis in die nächste Designschleife, und somit sparen wir da wirklich in der Produktentwicklung sehr, sehr viel Zeit. Warum wir das Ganze machen, ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir wollen die Produktivität auf der Baustelle steigern, wir wollen den Automatisierungsgrad steigern und wir wollen die Digitalisierung steigern. Beim 3D-Druck ist es natürlich so, ich habe von Anfang an ein 3D-Modell hinter meinem Gebäude, und dieses 3D-Modell wird anhand genau dieser digitalen Daten dann auch auf der Baustelle produziert. Das heißt, die Digitalisierung kommt automatisch mit dieser Technologie mit. Ein spannendes Thema auf jeden Fall. Es wird dazu auch noch Workshops und Veranstaltungen geben, wo es vor allem darum geht, einerseits Kreativschaffende mit Industrieunternehmen zu vernetzen. Und wer sich da natürlich dazu informieren will, gerne auf der Seite von der creativeregion.org, das ist natürlich bei der BizUp, und gerne natürlich auch bei den Speakerinnen.
Wir vernetzen gerne, wir freuen uns, wenn ihr euch austauscht auch über jetzt das WSO hinaus. Ja, also mir bleibt eigentlich jetzt nur noch eins über, allen noch einen schönen Abend zu wünschen und wir freuen uns auf ein Wiedersehen offline oder online. Einen schönen Abend.